Wenn ihr einen Wunsch habt, dann geht diesen auch ganz offensiv an und lasst diesen Wunsch nicht nur bei euch drinne. André, sag mal, hast du Leidenschaften im Leben? Was machst du, wenn du jetzt gerade keine Rede schwingst und Menschen in ihr Glück oder in den Trost bringst? Ja, ich bin auch Kirchenmusiker. Also Leidenschaft ist beispielsweise das Orgelspielen. Das Orgelspielen, wenn man improvisiert, das bringt einen von absolut himmelhoch jauchzend oder von zum Tode betrübt immer auf einen Nullpunkt wieder zurück. Das merkt man. Das ist meine Leidenschaft. Es gibt noch eine weitere Leidenschaft, das ist gutes Essen gehen. Das sieht man leider bei mir. Wie erlebst du deine Rolle bei dem Umgang mit dem Tod? Ich bin seit über 25 Jahren als ehrenamtlicher Seelsorger tätig. Und da lernst du, mit Problemen, mit Sorgen und auch mit dem Tod umzugehen. Und wie schön ist es doch, wenn du als Christ sagen kannst, der Tod ist nicht das Ende, sondern es gibt ein Wiedersehen. Und das möchte ich auch gerne übermitteln. Wie lebst denn du eigentlich in Köln? Also Einfamilienhaus haben wir mit meiner Frau und wir haben es uns richtig schön gemacht. Okay. Wir haben einen Plastikteich im Garten eingelassen und jeder sagt bei uns, naja, wir haben das Haus am See. Ob das jetzt so richtig wahr ist, weiß ich nicht ganz genau. Was gefällt dir an Kinderwillkommensfesten? Trauungen und Kinderwillkommensfeste, das sind doch wirklich die fröhlichsten Zeremonien, die man überhaupt machen kann. Wie schön ist das doch bitte, wenn man Kinder um sich herum hat und wenn diese dann auch noch lustig sind und tollen herum und so weiter. Ich glaube, damit kann ich gut umgehen, zumal ich ja in meinem Hobby auch als Dirigent oft mit Sängern zu tun habe. Die sind, glaube ich, genauso. Sag mal, wenn du eine Kindheitserinnerung uns sagen könntest, die dir jetzt in den Kopf kommt, wo du dich, wir machen es anders, du kannst dich dahin zurückbeamen und du darfst es nochmal erleben. Welche würdest du wählen? Also es gibt sicherlich so Osterfeste, das fällt mir jetzt so ein, wo der Onkel es uns mal schwer machen wollte und hat dann die Osternester so gut versteckt. Und zwar hat er den Grasboden ausgehoben und die Osternester darunter gemacht. Natürlich, man konnte sie ja nicht mehr finden. Und was haben wir gemacht? Wir sind durch den Garten gelaufen und haben die ganzen Nester zertreten. Also das würde ich vielleicht nochmal machen, um die Nester jetzt besser zu finden. Ich habe im Büro eine Ausbildung bei meinem Installateur in Köln gemacht. Der hat mich mal zu einer älteren Dame geschickt und ich sollte eine Armatur tauschen im Gäste-WC. Und das Wasser schoss da raus. Und ich war so überfordert damit und habe einfach den Ort verlassen, um den Meister zu finden, der vier Straßen weiter war. Und in der Zeit ist also das Gäste-WC abgesoffen.